Neues Event, neues Glück, der Schilling ist zurück. Außerdem die komplette Liste an aktuellen Kanto-Quests und mehr. Stürzen wir uns gleich mal rein. Ach so, und Celebi? Fast gefangen? Fragezeichen, Rufzeichen. Es geht los, feiert den zweiten Geburtstag von Pokémon Go mit Pikachu. Jetzt hatten wir schon lange kein Special Pikachu mit besonderem Hut mehr. Und irgendwie die Sonnenbrillen, ja, die sind gerade auch besonders in Pokémon Go. Denn an diesem Wochenende soll beim Community Day ja die Shigimeute auftauchen. Aber was ist denn hier los? Trainer, kommt zu glauben, aber Pokémon Go wird 2 Jahre alt. Offizielles Release-Datum, 6.7.2018. Da dürfte das Game erstmalig irgendwo in irgendeinem Store, was Australien oder so sogar, erschienen sein. Vielen Dank, dass ihr in den letzten beiden Jahren mit uns auf Abenteuerreise gegangen seid und Pokémon auf der ganzen Welt gefangen habt. Ihr macht diese Erfahrung zu etwas ganz Besonderem. Ja, unglaublich aber wahr, es ist schon 2 Jahre her. Mein Jubiläum ist erst in 10 Tagen. Am 16.07.2018 ging Pokémon Go im österreichischen App Store online. Erstmalig und ich habe es wirklich, ich übertreibe nicht, in den ersten 5 Minuten, als es endlich online war, runtergeladen. Denn da gibt es eine lustige Story, vielleicht erzähle ich die irgendwann oder ich habe sie, glaube ich, damals sogar schon in den ersten Folgen erzählt. Aber was ist dieses Event eigentlich? Heute am 6.7. wird um 22 Uhr unserer Zeit vermutlich, so 22, 23 Uhr, da wird es in der Wildnis ein Pikachu, welches ein bisschen, ich musste sofort an One Piece denken, Strohhut, Sonnenhut, Pikachu, Sonnenbrille, welches ein bisschen so sommerliche Stimmung verbreiten soll, wird in der Wildnis auftauchen. Achtung, im deutschen Text steht, haltet auch schon nach Pikachu und Pichu, die bis zum 31. Juli häufiger in der Wildnis zu finden sind. Das mit Pichu würde ich mit Vorsicht genießen. Ich glaube, in den anderen Sprachversionen des Texts ist das ein bisschen anders ausgedrückt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Pichu häufiger auch aus Eiern auftauchen wird. Die Grafiken sind schon vorhanden. Es gibt sowohl Pichu, Pikachu als auch Raichu in Shiny und in normaler Form mit diesem Geburtstagshut, Outfit im Allgemeinen. Das Ganze bis zum 31. Juli und ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass endlich mal Alola Raichu gemeinsam mit diesem Event den Weg ins Spiel finden wird, als Special Raid oder so. Wurde ja in der News mal angekündigt und ist noch immer nicht da. Genau. Und wie das der Quelltext des Updates 0.109.1 schon verraten hat, es wird auch Special Avatar Items geben, wenn man die Pikachu-Medaille fortgeschritten hat. Also ich weiß nicht, welche Medaille man dafür welches Item benötigt. Das werden wir dann vermutlich heute um 22 Uhr erfahren. Aber dieses Event 3 Wochen lang kann man jetzt nutzen, um die Pikachu-Medaille definitiv zu vergolden. Was ein bisschen nervig sein wird, ist, so viele Pikachu dann Massen zu verschicken, weil Event-Pokémon kann man nicht Massen transferieren. Also für viele Spieler könnte das eventuell ein Schuss in den Ofen sein, aber ansonsten, genau. Und dann so, also das wird als Geburtstagsevent groß angekündigt, irgendwie 3 Absätze und dann im letzten Absatz so ganz kurz in einem Satz, so, bald Spezialforschungen zum mysteriösen Pokémon Celebi. Bleibt dran. Alles klar, so dass das eigentliche Highlight der Highlights wird nur so in dem Nebensatz des Nebensatzes des Nebenabsatzes erwähnt. Also, Celebi wird vermutlich in Feldforschungen, also nicht nur vermutlich, das steht ja da dran, genauso wie Mew bei einer Special Quest von Professor Willow erscheinen. Celebi ist eben das mysteriöse Pokémon der 2. Generation, genauso wie Mew das mysteriöse Pokémon der 1. Generation ist. Jetzt ein paar Fragen, die eventuell zu Celebi aufkommen werden. Und da erinnere ich mich, die habe ich schon mal in irgendeinem Video auch bestätigt. Deshalb kleine Wiederholung. Man wird immer Zugriff auf die Mew-Quest haben. Also es muss sich jetzt niemand einen Stress machen. Oh nein, bald kommt Celebi, dann kann man Mew nicht mehr bekommen. Nein, das wurde offiziell irgendwann mal von einem Support-Mitarbeiter beantwortet. Man wird immer, auch wenn neue Spezialforschungen erscheinen, wird man immer die vorherigen noch absolvieren können. Was ich mir sogar so vorstellen könnte, und da habe ich noch nichts Offizielles dazu gefunden, dass man zum Beispiel Celebi erst nach Mew absolvieren kann. Da bin ich mir nicht zu 1000% sicher, aber so würde ich es zumindest machen. Eine Quest nach der anderen. Aber man muss definitiv keine Angst haben, dass Celebi nicht erscheinen wird. Ein genaues Release-Datum haben wir nicht. Jetzt habe ich von manchen Leuten gelesen, eventuell so für diese Sommertour. Da gibt es ja jeweils den Bonus, wenn man
bei dem einen Event, beim nächsten und beim nächsten alle Herausforderungen schafft, in jedem, auf jedem Kontinent und vor Ort etc. Und jetzt haben wir den Arktus-Tag, zum Beispiel, weil in Dortmund alles geklappt hat. Und wenn wir beim GoFest alles schaffen, dann gibt's wieder einen Bonus. Eventuell noch ein legendärer Vogel in Shiny-Version, weiß man nicht. Und vielleicht, wenn alle drei absolviert werden, dann gibt es Celebi als Spezialforschung. Ich muss sagen, ich bin mir da nicht so sicher. Warum? Naja, ganz einfach. Niemand sagt, dass wir das schaffen. Und die können nicht darauf vertrauen, dass wir diese ganzen Quests schaffen. Ansonsten gibt es Celebi nicht. Das ist ja ein wichtiger Bestandteil des Games, ein ganzes Pokémon. Also, ich glaube nicht, dass dieser Ultra-Bonus Celebi ist, aber könnte natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Andere Vermutungen, fette Ankündigung beim GoFest, weil GoFest 2017, da hatten wir ja die Legendären und vielleicht 2018 das als Ankündigung. Was mich hier allerdings davon, von dieser Theorie abhält, ist, dass das GoFest 2 Tage lang ist und an beiden Tagen dasselbe Programm stattfindet. Und so wäre es eventuell unfair, wenn entweder am ersten oder am zweiten Tag diese fette Ankündigung kommt und die anderen Leute, die eben den falschen Tag und Anführungszeichen ausgewählt haben, dann nicht diese Ankündigung auch haben. Aber im Prinzip egal, zurücklehnen, abwarten, irgendwann wird eine Spezialforschung für Celebi kommen. Wirklich viel kann man aktuell dazu nicht machen, außer eventuell darauf spekulieren, dass irgendeine schwierige Entwicklung wieder kommen wird. Zum Beispiel für die Mew-Quest musste man Carpador mit 400 Candies zu Gyarados entwickeln und da gibt es ja noch einige andere Kandidaten. Ich sag mal, Weilmer zu Weilord hat einige Candies, dann haben wir sowas wie Barschwa, wo man Kilometer zurücklegen muss etc. Wablu benötigt ganz viele Candies und dass man da jetzt eventuell kurz vor dieser Quest nicht alle Candies sofort verschwendet und entwickelt und man dann da mit 0 Candies dasteht, aber das ist auch nichts Bestätigtes, das sind lediglich Vermutungen. Könnte ja sein und darauf kann man eventuell spekulieren. Ansonsten bin ich erst jetzt dazu gekommen, mir die ganzen neuen Kanto-Quests genauer anzusehen und da hat auch The Sylph Road eine Bestätigung rausgebracht, eine ganz genaue Liste. Findet eventuell der eine oder andere interessant. Ich finde es definitiv spannend, da ich ein großer Quest-Fanatiker bin, wo es Pokémon als Belohnung gibt. Sehen uns mal an, was wir aktuell so erhalten können. Bei den Fang-Quests gibt es Fange 3 Pflanze-, Wasser- oder Feuer-Pokémon. Die Belohnung ist dann ein Pikachu. Finde ich äußerst spannend jetzt für das Event, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Quest-Pikachu auch ein sommerliches Pikachu sein kann. Und der Vorteil hierbei ist dann, dass das Quest-Pikachu direkt gute IV hat. Das heißt, da könnte man sich dann ein richtig feines Event-Pikachu schnappen. Ja, ansonsten haben wir sogar noch immer die Tratini-Quest. Sehr selten habe ich irgendwie schon lange nicht mehr gesehen. Dafür muss man einen Drachen-Pokémon fangen. Schlurp. Ultra selten. Ich kann mich nicht an mein letztes Schlurp erinnern. Und hierfür muss man die Quest absolvieren. Verwende 5 Bären beim Fangen von Pokémon. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Schlurp noch dem einen oder anderen im Pokédex fehlt, vor allem weil wir jetzt 3 Generationen haben und die Chance auf jedes einzelne Pokémon immer und immer weiter sinkt. So, bei den Wurfquests ist Lavita noch mit am Start für 3 einfach fabelhafte Würfe hintereinander. Was ich auch noch spannend finde, sind die Quests, wo es Nebulak gibt. Ich habe so viele Nebulak-Quests gemacht, aber leider noch kein 98er oder 100er Nebulak dabei gewesen. Ich meine, ich habe zwar schon eine Gengar-Armee, aber so ein 100er Gengar wäre auch nicht verkehrt. Bei den Kampfquests haben wir noch eine, die ich besonders herausheben möchte. Und die habe ich auch vorhin erst abgeschlossen. Kämpfe 5-mal in einer Arena. Da gibt es nämlich Machalo. Und das ist nach wie vor so ein spitzenmäßiger Angreifer. Und immer wieder im Raid zu gebrauchen, in Arenen zu gebrauchen. Also stürzt euch auf diese Quest, holt euch ein gutes ab, entwickelt das und boxt euch ordentlich durch die Arena durch. Ja, ansonsten hier noch ein paar und da noch ein paar und ebenfalls interessant bei den Evolutionen, bei den Evolutions. Wenn man ein Pokémon entwickelt, gibt es Evoli. Wenn man Entwickler ein Elektro-, Wasser- oder Feuer-Pokémon entwickelt, gibt es ein Evoli. Sehr spitze für die ganzen Evolutionen, auch in zukünftigen Generationen vielleicht.
Genau. Gut, das waren mal so ein bisschen die Quests, die jetzt in den letzten Tagen bei mir zumindest untergegangen sind. Aber nun kann man sich darauf fokussieren. Vermutlich so im gesamten Juli wird man die haben, genauso wie Relaxo als Feldforschungsdurchbruch. Tschüss, legendäre Vögel. Hallo, Relaxo. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, lohnt es sich im Juli 2018 mit den ganzen neuen Arena-Systemen etc., lohnt es sich da noch, ein Relaxo komplett hochzuleveln? Weil früher waren ja Relaxo, Chanera, Dragoran, Gyarados, Rizeros, alle Pokémon mit hohen WP etc., das waren ja die Pokémon, die man gelevelt hat. Nun hat sich das Ganze eher auf Angreifer verlagert und natürlich ist ein, wenn man eine ordentliche Bollwerk-Arena aufbauen möchte in einem umkämpften Gebiet, wie zum Beispiel Stadtpark, was man im Hintergrund hier sieht, endlich mal wieder Stadtpark, habe ich schon vermisst, da gehört einfach ein heftiges Hytera, ein heftiges Relaxo, Chanera etc. rein, sodass die Arena, wenn dort mal viel los ist, nicht sofort wieder umgefärbt werden kann und man auch dagegen füttern kann. Aber ich sag mal, ich meine, die Nachteile kennt man, je mehr Wettkampfpunkte, desto schneller sinkt auch die Motivation. Da aber besonders die letzten Power-Ups so teuer werden und die Wettkampfpunkte nicht mehr so wichtig sind, dass man jetzt noch 10 Wettkampfpunkte mehr hat als der andere in der Arena, dass man höher in der Position liegt. Ich würde, selbst wenn man ein relativ gutes Relaxo da rausbekommt, ich würde es nicht komplett maximal leveln. Man kann zwar ein paar Power-Ups reinstecken, dass es mehr Verteidigung hat für die Arena, aber dieses jedes Relaxo komplett maximal hochleveln, die Zeiten sind vorbei. Dann doch lieber in ein paar Angreifer investieren, Legendäre investieren, paar Tops investieren. Was? Habt ihr was gehört? Gut, also bis zum 31. Juli, sommerliches Pikachu ab heute, so 22 Uhr. Vermutlich, also für die meisten wahrscheinlich ab morgen. Oder sind schon doch Ferien, sollten noch und schon sein, wie auch immer. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.